So, herzlich willkommen und jetzt geht es um eine kleine 8 Wochen Mini-Diät. Wieso das Ganze? Am 28.05. findet der Wettkampf in St. Leon statt, der NPC-Show, also die baden-württembergische NPC-Show, und dort habe ich einen Gastauftritt. Außerdem gibt es dort Rice Cream, das heißt, jeder, der vorbeikommt, darf nochmal Rice Cream probieren, umsonst, und kann sich vielleicht eine oder andere Dose mitnehmen. Aber in den kommenden Videos geht es quasi darum, was genau ich tue, wie meine Diät funktioniert, was ich esse, wie viel ich esse, die Supplements, die ich dazu benötige, mein Training. Und generell, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr das gerne immer in die Kommentare unten schreiben. Und wir nehmen euch, beziehungsweise ich nehme euch dann jeden Tag mit, entweder ins Training, zum Einkaufen, zum Kochen, und zeige euch einfach, wie ich so meine Diät gestalte. Ich hoffe, ihr habt dabei Spaß. Los geht's. Wie schon gerade erwähnt, werden die nächsten Videos unterteilt in verschiedene Dinge. Ich werde einmal meinen kompletten Trainingsplan durchtrainieren. Der ist aktuell gesplittet in ein Dreier-Split. Wieso das Ganze, wieso die Frequenz so hoch ist und so weiter und so fort, erfahrt ihr dann in den jeweiligen Videos. Und es wird jedes Training einzeln gefilmt. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen Brust- und Arme-Tag, dann habe ich einen Rücken- und Schultertag, einen Beintag. Das alles wird gefilmt, wird erklärt, die einzelnen Übungen werden erklärt, die Pausenzeiten dazu und so weiter und so fort. Dann gibt es natürlich einige Videos zum Thema Ernährung. Wir gehen gemeinsam einkaufen, ich zeige euch, was ich einkaufe. Dann wird zusammen gekocht und dann sprechen wir über die Makronährstoffe und die Essensverteilung an sich, vor allem über die Lebensmittel an sich. Dann zu guter Letzt kommen die Supplements. Eine Diät, meiner Meinung nach, erfordert immer eine gewisse Art von Nahrungsergänzungsmittel, wie in diesem Fall einen guten Support von der Firma Peak. Und da stelle ich euch die Produkte vor, die ich dazu benutze, sei es die Fatburner, ob das die Omega-Kapseln sind, Elektrolyte etc. Das heißt, wir werden komplett über jeden einzelnen Wirkstoff sprechen, wann er in den Organismus kommt und wieso er in den Organismus kommt. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr das, wie gesagt, sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben und wir können das gerne in den Videos zusammen aufklären, um was es da genau geht, wie ich das mache und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr habt da Lust drauf. Ich werde euch jetzt, wie gesagt, die nächsten Tage und Wochen mit mir schleppen und ihr könnt davon natürlich gerne ein Teil sein, könnt die Diät ein bisschen verfolgen und hoffe, dass da die eine oder andere Frage kommt, die wir dann gemeinsam besprechen können. Das war's von meiner Seite. Wir legen los mit dem ersten Video. Innerhalb dieser 8 Wochen Diät wird eine 8 Wochen Transformations-Challenge stattfinden. Jetzt mal ein kleiner Zeitbeitrag dazu. Wir sind gerade am Plan für eine 8 Wochen Challenge, beziehungsweise wenn ihr das hier seht, wird die wahrscheinlich schon langsam online sein. Das heißt, ihr könnt gewinnen 1000 Euro in Cash für den Platz Nummer 1, inklusive einem Wellnessurlaub in Südtirol mit Massage, mit Essen, mit Personal Training. Das ist alles für den Platz 1. Platz Nummer 2 kriegt ein Coaching, also ein Full-Package-Sponsoring von RiceCream, Punkt Nummer 1, und on top eine 9 Wochen Betreuung. Das heißt, individuelle Ernährungspläne, Trainingspläne, Supplementpläne, Schlafkontrolle, Stressmanagement, alles drum und dran, was in ein Coaching gehört, bekommt man umsonst im Wert von 900 Euro für Platz Nummer 2. Platz Nummer 3 bekommt ein 4 Wochen Coaching, ebenso Full-Package mit allem drum und dran, Ernährung, Training, Supplements und so weiter und so fort. Und ein Bodybuilding-Starter-Paket. Dazu gehören Dropsticks unter anderem und ein Waist-Trainer. Dabei wünsche ich uns ganz viel Spaß. Und alle Infos dazu kriegt ihr unten im Link. Den verlinke ich euch zur 8-Wochen-Challenge. Da könnt ihr draufklicken. Könnt euch eine PDF ziehen und da stehen alle Informationen drauf. Inklusive Anamnesebögen, Check-In-Bögen, finaler Check-In-Bogen und so weiter und so fort. Das heißt, ihr kriegt nicht nur irgendwelche 0-15-Pläne für jedermann. Nein, in der 8-Wochen-Challenge werdet ihr individuell von uns betreut mit mehreren Check-Ins. Das heißt, ihr kriegt nicht einfach nur irgendwas, sondern wir gehen mit euch gemeinsam den Prozess durch, sodass es auch wirklich funktioniert. Und nach 8 Wochen gibt es dann quasi das Finale und das große Voting. Fakt ist, ihr spart 50% zum normalen Coaching. Ihr bekommt quasi das volle Paket mit individuellen Ernährungsplänen, Trainingsplänen, Supplementplänen, mit allem drum und dran. Aber 50% weniger, da das im Laufe dieser Aktion, dieser 8-Wochen-Challenge stattfindet. Also wer da Interesse hat, gerne unten auf den Link klicken, zieht euch die Informationen runter und wer dann Bock hat, kann direkt loslegen. Einsendeschluss. Ganz wichtig ist der 24.04. Bis dahin brauchen wir alle ausgefüllten Bögen und dann können wir loslegen. Das war's jetzt und Attacke. Wir haben auch gestern schon wie die Wilden gekocht, 4 Stunden lang. Ich zeige euch das mal, was da bei rausgekommen ist. Da ist Tiefkühltruhe. So, das sind, ich weiß nicht, wie viele Mahlzeiten. Da sind teilweise 2 drin. Das ist alles Schani, Hähnchen, Gemüse, Fischgemüse, Hähnchen, Gemüse, Fischgemüse. Haben wir hier noch unser Meal Prep Hähnchen von der Metro. Eiklar ist noch eingefroren.
Also das sieht schon ganz ordentlich aus hier. Übrigens sehr wertvoller Tipp, einmal für alles zu kochen. Da hat man es nämlich hinter sich. Dann kochst du quasi einmal 3 Stunden und hast für 3 Wochen deine Mahlzeiten fertig, statt jeden Tag 2 Stunden zu kochen, weil immer alles frisch sein muss. Ja, du brauchst eine Tiefkühltruhe dafür, aber es erspart wirklich viel Zeit und viel Arbeit. Das Essen ist zwar nicht immer super frisch und geil, aber ich meine, jeder hat eine Mikrowelle am Ende des Tages. Und wenn mir das dann ein bisschen Zeit gibt, um zum Beispiel mehr Posing zu machen oder mehr Coaching oder mehr eigenes Training oder mehr Freizeit, dann ist es schon geil. Jetzt gibt es aber erstmal Frühstück. Ach, wer hätte gedacht? Ah ja, und 2 Toasts. Weil 2 Toasts war Diät. Was gibt's bei dir? I clown like ketchup. Immerhin. Guten Appetit. Danke, dir auch. So, here we go at the office. Im Bodybuilding-Verein. Und schaut mal, bisschen Werbung gleich, aber nützliche Werbung. Ingwer-Shot. Richtig, oh, sag mal, oh ja. Das hört sich nach einem guten Mix an. Bisschen Ingwer-Shot und Rain. Und jetzt gibt es eine Runde Posing. Und danach gibt es noch eine Runde Posing. Heute habe ich 7 Stunden. Läuft. Guten Tag, lieber Mann. Hallo. Was steht heute auf dem Plan? Posen und Kür erstellen. Bin gespannt. Wie dabei? Ja, Lied dabei. Zum Glück, dank dir. So, wir machen jetzt erstmal alle Posen durch. Ich mache mir da Notizen auf mein hübsches Notizheftchen. Und dann, Alter, leg mich am Arsch. Dann machen wir ein bisschen Kür. Grundposen stehen jetzt schon mal bei dem jungen Mann. Jetzt haben wir uns für eine Kür einen besonderen Song überlegt. Und kleine Side-Note dazu, wenn man ein bisschen Kalorien verbrauchen will, beziehungsweise wie in meinem Fall jetzt ein bisschen den Fettarsch abtrainieren will, sollte man gucken, dass man seinen Körper in Bewegung hält. Deswegen habe ich mich jetzt mal für 15 Minuten aufs Laufband gestellt, habe mir die Musik angehört, wir sind so ein paar Songs durchgegangen, haben uns überlegt, was so dazu passt. Jetzt nach 15 Minuten, ich weiß nicht, waren wahrscheinlich so 13 Kalorien, die ich verbrannt habe, aber egal. Am Ende des Tages summiert sich das, deswegen, wenn ihr die Chance habt, am Arbeitsplatz gehen zu können, dann versucht in Bewegung zu bleiben. Für die Bürohengste unter euch hinstellen ab und zu, einen Gedankenspaziergang machen. Oder habe ich bei der Kati gesehen, die hat sich ein Laufband als Arbeitsplatz eingerichtet, wo sie ihr Tablet oder ihr Laptop draufstellen kann und währenddem sie läuft, kann sie arbeiten. Das ist ziemlich klug. Hätte ich ein Laufband zu Hause, würde ich das auch machen. Ich habe das mal auf dem Fahrrad probiert, hat nicht so ganz funktioniert. Aber für die, die die Möglichkeit haben, sehr guter Tipp an der Stelle. Zu fragen, wie man eine Kür macht, ungefähr so. Ich höre mir mein Lied an. Zuerst muss man überlegen, was passt zu dem jeweiligen Mensch. Nico ist jetzt nicht ein super Flamingo, dieses, ne, ihr wisst, was ich meine, so halb ballettmäßig, das ist er nicht. Ein Lied auszuwählen, was das erfordert, ist natürlich dann kontraproduktiv. Also haben wir uns jetzt für ein Lied entschieden, wo die Takte ein bisschen härter sind, wo er seine Posen richtig drauf setzen kann. Passt zum Bodybuilding auch ein bisschen besser als zu Classic. Classic ist wirklich dieses geschmeidige, ihr wisst, was ich meine. Im Bodybuilding ist es nicht notwendig, da kann man schon ein bisschen härter posen, deswegen auch ein bisschen härteres Lied. Dann haben wir uns das Lied angehört und wir haben uns vorgestellt, wie die Posen aussehen könnten. Und man muss natürlich wissen, welche Posen bei ihm gut aussehen und welche schlecht. Ich glaube jetzt nicht, dass er die super abgefahrenen Classic-Posen zaubern sollte, aber sein Körper ist schon etwas classiger als der reine Bodybuilder. Also kann man auch ein bisschen klassischer posen und ich glaube, wir haben so einen ganz guten Mix aus typischen Bodybuilding-Posen und Classic-Posen. Das muss man dann verbinden, also die Übergänge oder Transitions. Wenn es dann alles flüssig wird und das auf die Takte stimmt, dann kann man das mal so sich das im Kopf überlegen und dann mache ich es immer so, ich schreibe mir das alles auf, also jeden einzelnen Schritt. Von welcher Pose in die nächste, was zu tun ist, Beine kreuzen, die Arme kreisen, so und so weiter, schreibe ich mir dann auf, spiele das Lied ab und gucke mir währenddessen die Punkte an und merke dann, okay, so und so macht es Sinn, lieber so rumdrehen und wenn das alles stimmt, dann höre ich mir das Ganze noch so 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal an, bis ich denke, ich habe es drin, dann poste ich es einmal durch, es wird gefilmt, er kriegt es nach Hause und kann es dann quasi so anhand des Videos und der dazugehörigen Musik üben. So ist es am einfachsten. Müsste man sich theoretisch 20 Mal treffen und es jedes Mal zusammen üben, was nicht unbedingt erforderlich ist. Bedeutet, wenn er das Video zu Hause hat, kann er das auf seinem Fernseher abspielen, kann die Musik anmachen oder die Musik läuft sogar mit dem Video mit und spielt sie 0,5 in der Geschwindigkeit, also in der halbierten Geschwindigkeit ab und geht alles mit durch. Und dann irgendwann kann man das auf der normalen Geschwindigkeit üben und dann ist es auch direkt drin. Das heißt, in sagen wir mal wenigen Stunden, dauert 2 oder 3, 4 Stunden manchmal, findet man einen Song, man findet die Posen dazu. Und dann übt man das. Dann filmt man das, nimmt es mit nach Hause und practice. So ungefähr funktioniert es mit der Kür. Alright.
Okay, das ist eine Pause. Kennst du das Lied, was am Anfang gespielt wird, wo der Film beginnt, wo sie Simba quasi vom Felsen heben und taufen? Im ewigen Kreis heißt das Lied. Genau das ist dasselbe. Wenn du dieses Lied hörst, weißt du ganz genau, dass Simba gerade auf den Sonnenfelsen getauft wird. So wie du die Posen zu der jeweiligen Musik dann kennst. Aber das muss Routine sein. Wenn du König der Löwen einmal gesehen hast, wirst du es nicht merken können. Beim 100. Mal hast du die Nummer drin. Also Kontinuität da reinbringst. Mit dem Video, was du aufgenommen hast, wie gesagt, beim Cardio, werde ich mir das immer angucken. Und irgendwann hast du das Lied einfach drin. Irgendwann kannst du das Lied rückwärts aufsagen. Und während du das siehst, was ich dazu mache, weißt du ganz genau, okay, klack, klack, bumm. Ah, da war das mit der Doppelbizeps. Oder klack, klack, da muss ich mich umdrehen auf die zwei Takte. Klack, klack. So, jetzt ist Trainingszeit. Heute steht Beine an. Und zwar habe ich mir einen speziellen Split überlegt. Das ist ein Dreier-Split, ein Tag Pause, jeden Morgen 30 Minuten Cardio. Und ich versuche mich über den Tag lang hinweg etwas zu bewegen. Also ob das jetzt Schritte sind, ob das jetzt zum Einkaufen gehen ist, Laufen. Ich versuche möglichst, weil aktuell ist meine Arbeit relativ viel am Computer, dass ich dennoch etwas körperliche Betätigung habe. Ich glaube nämlich am Ende des Tages macht das einen großen Unterschied, was das Gewicht anbetrifft, wenn man 10.000 Schritte extra macht, statt 8 Stunden irgendwie einfach nur dumm rumzusitzen. Deswegen Schritte sammeln und jetzt aber erstmal Beintraining. Die Beintage unterscheiden sich. An dem heutigen Tag sind es 2 Übungen für die Vorderseite, also Primärübungen, 2 Primärübungen für die Rückseite. Dann haben wir noch ein bisschen Warm-Up-Zeug dabei. Aber das komplette Training steigen wir quasi in den nächsten Wochen ein, wenn wir das komplett machen. Hier seht ihr jetzt ein paar Ausschnitte und dann endet das Video danach.